Ja, hallo, herzlich willkommen bei Holly Sportgaschemme. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja, ihr wisst ja selber, das ist jetzt die Transferphase, wo gewechselt wird ohne Ende, wo Gerüchte entstehen ohne Ende. Also man weiß gar nicht mehr, was man noch lesen soll, weil man zugeschüttet wird mit Informationen. Deswegen wollte ich mich auch in der Beziehung ziemlich kurz fassen oder eigentlich auch nur das nennen, was mehr oder weniger so gut wie Fakt ist. Da kann ja auf den letzten Drücker immer noch mal irgendwas passieren, irgendeine Änderung. Nur was Fakt ist, was jetzt bekannt geworden ist, zumindest für mich heute, unser Torhüter, die Nummer 1, Marvin Schwebe, hat seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Und ich denke, ja, da haben wir die nächsten 4 Jahre Ruhe auf der Position. Denn er hat sich die Vertragsverlängerung auch durch hervorragende Leistungen, die letzte Zeit gezeigt hat, auch verdient. Und Marvin Schwebe selbst äußert sich ja auch, er bekommt immer eine Gänsehaut, wenn er ins Stadion einläuft. Und mehr oder weniger gibt es da eigentlich nicht mehr viel was zu sagen. Das ist eben halt das, was der FC braucht. Leute, die mit Herz dabei sind, für einen FC zu spielen, die alles raushauen. Und ich denke mal, auf der Position ist für die nahe Zukunft erstmal gut gesorgt. Ja, ein neuer Torwarttrainer, weil wir gerade bei Torhütern sind, ist auch da. Und zwar in der U21 hat Eberhard Trautner das Torwarttraining übernommen. Jahrelang beim VfB Stuttgart auch oft nur als Nummer 2. Aber trotzdem, ich denke mal, er beherrscht sein Handwerk und bringt dann die Jungs, die in der U21 sind, die Keeper, auf Vordermann. Ja, Saisoneröffnung ist dann am 5.8. geplant, war ja Spiel gegen Tottenham oder auch gegen Nottingham, die beide leider abgesagt haben. Und jetzt ist eigentlich Fakt, am 5.8. spielt dann der FC zur Neueröffnung gegen den FC Nord. Und auch jetzt halbwegs Gerücht, aber scheint sich zuzuspitzen, dass unser ehemaliger Keeper Timo Horn nach Italien wechselt. Und zwar hat der AC Florenz seine Fühler ausgeworfen, suchen einen guten Torwart und auch ablösefrei. Und ja, diese Bedingungen erfüllt unser Timo ja. Und wenn es so weit kommen sollte, wünschen wir ihm natürlich in Florenz bzw. in Italien alles, alles Gute. Ich bin vor noch kurzer Zeit in Florenz gewesen, eine herrliche Stadt. Ja gut, da musst du schon einen guten Geldbeutel haben, um da zu überleben, aber daran wird es ihm ja nicht scheitern. Das nächste, was beim FC wahrscheinlich nicht auf große Liebe stößt, ist, dass die Pokalspiele, die erste Runde, festgesetzt worden sind. Ihr wisst ja, wir müssen zum VfL Osnabrück und dieses Spiel ist dann Montag um 20:45 Uhr live in der ARD zu verfolgen, aber für die Fans, die dann das Spiel live sehen wollen im Stadion, ist es natürlich nicht gerade eine schöne Sache. Montagabends um 20:45 Uhr. Aber gut, es ist nun mal heute dem Geld alles geschuldet, dass man das Ganze so splittet. Und ja, wer dann hin möchte, 20:45 Uhr in Osnabrück, das ist dann der Montag, der 14.8. Ja, im Trainingslager machen wir dann auch so 2 Spiele gegen die Poldi-Truppe und gegen Hannover 96. Das ist in so einer Turnierform jeder gegen jeden. Und wer dann Erster ist, ist eben halt Erster, wie das normalerweise immer ist. Ja, und unser ehemaliger Spieler Bissek steht vor einem Wechsel von Aarhus zu Mailand. Davon würde der FC noch profitieren. Jetzt wird der ein oder andere natürlich sagen, ah, den Pisek, den hätten sie niemals gehen lassen dürfen. So ein Mann, den muss man behalten. Aber gut, ich sag's immer wieder, wenn du aus der Kirche kommst, bist du schlauer. Du weißt es vorher nicht, wie sich so ein Spieler entwickelt. Wir haben das ja oft gehabt, dass irgendwo Spieler sind, die kriegen kein Bein auf die Erde bei dem einen Verein, wechseln und schon steigen sie wie Phönix aus der Asche. Und ja, machen eine super Leistung nach der anderen. Aber wie gesagt, das ist immer so eine gefährliche Sache, da steckst du nicht drin. Jedenfalls wollen wir dann dem Herrn Bissek alles Gute wünschen und wir profitieren ja auch noch, auch wenn es reine Millionensummen sind. Aber ja, wir profitieren eben halt und wir können ja auch jeden Heller gebrauchen. Und da sind wir bei der nächsten Nummer. So wie es aussieht, wird Kingsley Schindler seinen Vertrag so in der Art, wie man ihn
ihm vorgeschlagen oder vorgelegt hat, nicht verlängern. Gut, das muss Kinsley Schindler selber wissen, wenn er woanders hinwechseln kann, ablösefrei und sich finanziell dann eben halt besser steht, muss er das für sich entscheiden oder sein Berater. Wir hatten ihm oft die Chance gegeben, er war auch ein recht ordentlicher Backup für Benno Schmitz, aber direkt als Konkurrenten konnte man ihn auch nicht bezeichnen. Er hat dann mehr oder weniger auch das gebracht, was man zumindest von ihm verlangen konnte. Aber dass er irgendwo am Benno vorbeikam, war ja nun auch nicht gegeben. Und wenn für er sich ja den Entschluss sieht, woanders noch besser performen zu können und sich noch finanziell besser steht, dann muss er das tun, dann muss er eben halt wechseln, gibt zwar keine Ablöse, aber trotz alledem, dann ist es eben halt so. Mehr Geld hätte ich dem Spieler auch nicht geboten, ich fand das von FC-Seite so in Ordnung. Und dann haben wir den nächsten Problemfall im Haus, der heißt dann Justin Deal. Ja, mehrere Zeitungen oder im Internet ist zu lesen, Justin Deal hat am Montag beim Trainingsstart der U21 teilgenommen, überraschenderweise, normalerweise sollte er in 2 Wochen zum Profikader stoßen, aber da ergibt sich dann natürlich auch die Sache, dass er seinen Vertrag, den man ihm angeboten hat, beziehungsweise man hat ihm ja Perspektiven aufgezeichnet, um seinen Vertrag zu verlängern, aber ja, bis jetzt sieht er sich nicht dazu imstande, den Vertrag zu verlängern und folgedessen muss er dann eben halt in der U21 spielen. Mal sehen, wie die Sache sich entwickelt. Ich denke mal, mehr oder weniger wird alles auf eine Trennung vom FC hinauslaufen. Die Berateragentur Rogon, die wird ihn dann natürlich schon versuchen, irgendwo unterzubringen. Sein Vertrag läuft ja noch ein Jahr und dann muss man halt sehen, was bei rumkommt, dass wir vielleicht noch ein paar Pfennige bekommen für ihn, wenn er der Meinung ist, er müsste seinen Vertrag nicht verlängern. Ich denke, da mache ich dem Spieler auch keinen Vorwurf, das muss er dann irgendwo für sich selber entscheiden, wenn ihm die Perspektive, die Baumgart ihm aufgezeichnet hat, nicht passt oder widerstrebt, wenn er meint, er ist zu höheren Berufen und muss da wechseln irgendwo ins Nachbarörtchen oder irgendwo anders hin, dass er der gleich performen kann und gleich 15 Tore in der ersten Liga macht, das sehe ich auch nicht. Aber wie gesagt, das muss er mit seinem Berater auseinanderdüfteln. Vielleicht sieht er sich auch irgendwo, dass er an den Leuten, die im Moment vorn drin sind, nicht vorbeikommt, weil man ja auch nochmal nachgerüstet hat. Aber ja, schade wäre es im Grunde genommen, aber da kannst du eben halt nichts machen. Ich sehe schon die einen, wenn sie schreien, ja, Justin Deal wechselt, ablösefrei mehr oder weniger oder für ein Appel und für ein Ei und irgendwann ist er 5 oder 7 Millionen wert. Ja gut, da steckt man dann eben halt nicht drin. Ich meine, das beste Beispiel ist Poldi, den haben wir aus der eigenen Jugend geholt und hat uns dann mehr oder weniger anschließend mit viel Geld teilweise gerettet, das muss man auch so sagen, aber wie gesagt, der Spieler selbst muss das für sich entscheiden und ich bin dann auch offen und ehrlich der Meinung, wenn einer meint, er müsste gehen, dann muss er gehen. Ziehende Leute, die nicht mehr wollen und nicht mit dem Herz dabei sind, dann eben halt, ja, wie hat's Kalmund immer gesagt, Brief macht auf den Arsch und ab. Was anderes gibt's da nicht. Aber man muss aber abwarten, wie die Sache sich entwickelt. Ja, was gibt sonst noch groß Neues? Der FC Bayern hat sich von dem Sponsoring aus Katar zurückgezogen und man ist jetzt verpischt dran, Harry Kane in die Bundesliga zu holen. Ja, das erste Angebot für 70 Millionen war wahrscheinlich zu lächerlich für Tottenham. Ja, man wird nochmal nachbessern und ich bin gespannt, wie die Sache ausgeht. Jetzt unabhängig vom FC Bayern, so einen Spieler in der Bundesliga zu sehen, wäre dann natürlich auch was. Und das würde vielleicht auch unsere Liga wieder im Gegensatz zu England oder Italien etwas aufwerten, wenn dann so Spieler bei uns auch im Stadion zu sehen sind, denke ich mal. Das wäre ganz schön. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Sollte es was Neues geben, was Überraschendes, werde ich mich nochmal melden. Ansonsten wünsche ich euch noch eine angenehme Woche und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Holly. Ciao.